Hallo und herzlich willkommen bei Jack74. Wir spielen weiter hier in My Summer Car. Ich habe Probleme gelöst. Und zwar, ich habe eine neue Batterie gekauft, die steht hier. Und ich weiß jetzt, warum das Wasser nicht geht. Irgendwie, weil hier die Sicherung fehlt. So, jetzt habe ich einfach da, zack, da rein. Keine Ahnung, wo es neue Sicherung hergibt, aber sehen wir alles. So, ich wollte jetzt ausprobieren, was denn mit einer neuen Batterie. Ihr wisst ja, wir hatten letztes Mal so Startprobleme oder beziehungsweise es ging nichts. Und ich wollte gucken, ob das jetzt mit der Batterie, mit einer neuen Batterie, dann klappt. Weil die scheint vielleicht tot zu sein oder weiß das nicht. Das ist so eine Sache. Deswegen hab ich jetzt. Schadet ja nicht, ne? Schon in Ordnung. Aber ich wollte euch da jetzt nicht mit wieder rumgeguckt. Was dann auch wieder. Ich hab's gemacht. Musste mich mit den Rallye-Autos auseinandersetzen. Aber ich hab's geschafft. Was scheint, als wenn man einen Strom irgendwo noch was bestimmt vergessen. Geht noch irgendwo. Noch was sein. Achso, und wir müssen übrigens noch eine Birne kaufen. Eine. Ist hier alles zusammen? Könnte hier fehlen. Geht da raus und geht da hin. Wo könnte was fehlen? Ist das Radio denn angeschlossen sein? Lass mal reinklöttern, aber auch tun wir es ja nicht um. Ich tue es mal rein. Schadet ja nicht. So. Okay. Zack. Packen wir da rein. Frage, ne? So leicht zu beantworten. Was war das? Also wie gesagt, das finde ich ein bisschen blöd, wenn man einfach nicht sieht, was man hier macht. Im Prinzip ist hier alles gesteckt. Radiostecker sind dran. Ihr seht ja dasselbe wie ich. Der Stecker ist dran. Das sieht aber alles richtig aus. Essen. Plus und Minus ist auch dran. Das geht auch alles hier hin. Was haben wir dann vergessen? Weiß ja, ist der Motor ja, war noch irgendwas, sag ich mal. Ah, das war das Rätselslösungsteil, würde ich mal. So, jetzt sollten wir eigentlich ein bisschen Musik aufhören. Oh ja. Ja, Musik auf der Bude. Jetzt wäre ja interessant zu wissen, ob die alte Batterie noch genug Power hat. Also sie wird wahrscheinlich nicht so geil sein wie die neue jetzt hier. Ich finde, das macht auch keinen Abbruch, wenn wir erstmal die alte schleißen. Erstmal für einen TÜV. Wenn wir bei Rallye und sowas fahren, ja, möchte erstmal die alte aufschleißen. Schön. Wie anders die noch aus. Natürlich. Ihr kennt es ja. Erst Plus. Und dann. Ne? Sonst macht's. Außer Knall, Boom, Bang.
So, das heißt ja eigentlich... Strom ist drauf. Gut. Jetzt fehlt uns eigentlich nur... Ja. Das. Das muss auch irgendwo hin. Muss ja da vorne mit sitzen. Aha. Ich das natürlich. Oh, ich habe sogar den richtigen. Wie gut. Oh, und dann auch fest. Heute läuft das. Da. Hätte ich was machen? Sieht gut aus. Okay, ich würde sagen, kippen wir erstmal Benzin. Dann gucken wir mal. Passiert. Zack. Stimmt. Oh oh. Okay. Der hält sich immer so beschissen. So, ist nichts drin, der Last. Ist leer. So rein. Perfekt. Seht, wir schaffen's. Aua, die erstmal. Machen wir schön voll, halb voll zumindest. Ersten Start machen wir noch ohne aus. Oh, da wird mehr als halb. Okay. Erste Probelauf. Den wir sich schlägt. Schon mal. Enter Driving. Eigentlich hat er Choke. Ja, hat das Ding Choke. Braucht er keinen Choke mehr? Okay. Oh, da ist er doch. Die Batterie ist aber schneller. Ich brauche kein Benzin an, warum nicht? Doch Benzin reingekippert. Der war auf jeden Fall leer. Oder die Tankanzeige ist nur geschlossen. Aber eigentlich müsstest du jetzt laufen, Mike. Hm, die Batterie hat auch keine. Müssen wir gleich doch die andere rein. Na ja, gut. Ohaha. Läuft doch. Alter. Der Sound ist heftig. Okay, ja, läuft. Sogar. Okay, mach ihn jetzt erstmal aus. Perfekt. Ist mir doch zu laut. Ich würde mal sagen, wir bauen den Auspuff schneller. Wert. Aha. War doch was.
war doch 10. Komm. Oh mein Gott. Dann hier der Fall. Jetzt. Ausbruch anbauen hier ist immer das Schwierigste für dich. Nervigste von allen. So. Zack. Kacke, ne? Ohne Witz. Das ist das Nervigste am ganzen Spiel. Oh. Oh. Der Ansatz klappt. Warte kurz, so. Licht an. Behutsam. Ich habe fest. Achso, die hängt übrigens immer so, ne? Also ist dann so. Dran. Was ist denn hier? Oh, und? Fest. Gut, jetzt kann nichts mehr passieren. Nehmen wir noch Kofi. Wieder ein Ding. Dann ist der Wagen bestimmt auch schön lang. Perfekt. So. Okay. Ausgefunden. Gas, ne? Oh. Sie hat gefallen. Das ist abgefahren. Zur Kupplung ist klar, läuft noch. Was ist hier? Klacker, klack. Wer das? Der Keilriemen, oder? Ne, die Wasserpumpe ist abgefallen. War doch fest. Weil es das ganze Wasser raus. Die Frage ist, wo ist die Wasserpumpe? Weißt du. Ist die jetzt abgefallen? Da liegt sie. Ist die jetzt kaputt? Hier ist sie kaputt. Also wie ich das jetzt kenne, ist das Wasser leer, oder? Passt. Ja, passt. So, jetzt nehme ich einmal
Na komm. Mit. Das Wichtigste. Gut. So. Dann müssen wir jetzt einmal die Schraube hier lösen. Weil die Wasserpumpe gestorben ist. Schön. Jetzt mal weg, weil jetzt mal. Jetzt hört die Wasserpumpe wieder. So, okay. Gleich entweder haben wir eine Schraube übersehen oder nicht. Das gucke ich selbstverständlich von. Aber da war auch ein Metallgeräusch. Ich weiß noch nicht, warum überhaupt. Aber wir finden das schon raus. Jetzt gestreikt hat. Die Schraube da noch. Dann müssen das ja alle eigentlich. Okay. Probieren wir gleich den zweiten Start. Und sehen, was passiert. Lassen wir uns. Zack. Wieder spannen. Trotzdem noch mal gucken, dass hier irgendwas noch abgeht, was hier abgeht. Es scheint fest. Wasser pumpt auch an. Gut, das müssen wir alles rausfinden. Wasser da rein. Voll. Bin ich gespannt. Strom. Batterie leer. Und wir bauen einfach mal eine neue. Wir haben sie ja. Na. Oh. Das war gar nicht. Ah, die ist echt lieb. Was ist unsere Notfallbatterie? Ich weiß ja nie. Okay, dann probieren wir es jetzt. Natürlich. Ja, Kupplung kann auch noch nicht kommen. Wir haben nämlich noch gar nichts drin. Ne? Bremsflüssigkeit. Ich sehe auch gerade noch eine Schraube. Da. Zack. Aber da. So. Gut. Next Start. Was läuft? Wasserpumpe. Wasserpumpe an.
Okay. Das heißt für uns, so ist kein Fahren möglich. Aber er läuft. Was ich noch mal gucken möchte. Wer? Schluss. Ist an. Wasserpumpe ist defekt. Bäcker, ja. Da. Ah. Mach mal an, was ich... Läuft er jetzt ja besser. Immer noch so. Hört das, ne? Also wenn ich das festschrauben müsste. Vielleicht. So, erstmal liegen. Ah. Nicht. Geht, das ist sehr, sehr verwirrend. Scheiß hängen. Ah, ich habe ja ganz vergessen. Gehst du überhaupt? Hab ich gar nicht gedacht. Stimmt. Frage ist, angehen. Ist ja auch. Wo ist jetzt überhaupt willkommen? Scheiße, wo ist das? Gefallen. Schmeiß an. Eigentlich ja.
geht, muss der ja eigentlich hier mit ran. Den Konnektor. So. Okay. Ihr seht. Ah, runtergefallen. Ihr seht, habe ich es jetzt geschafft. Zwar, der jetzt auch Saft. War natürlich ganz klug, dass ich jetzt noch wurde. Läuft eigentlich gut, bis auf die Wasserpumpe halt, ne? Für uns eigentlich derweil nochmal abfallen. Aber warum jetzt die ganzen Instrumente hier? Also, erst das hier unten. Die beiden haben da Kabel drinne, wie ihr seht. Die führen auch da hinten längs. Die Frage ist, warum zeigt er nichts an? Das ist noch so die Sache, die verstehe ich auf keinen Fall. Und der hat auch einen Stecker gekriegt, glaube ich. Irgendwo geht er jedenfalls hin. Eigentlich ist es angeschlossen. Das kann sein, dass wir die blöde Uhr anschließen. Ob ich die einfach mit ein soll's? Ich wollte zwar nie eine Uhr da drin haben. So. Probieren wir mal aus. Zack. Wo muss das ganze Scheißzeug ja hingehen, oder nicht? Ist das hier gewesen? Leuchtet gerade was? Das ist verwirrend, Leute. Scheiße. Ah. Und? Sehr. Wo sind wir? Sagen sind wir jetzt auf. Okay. Die beiden Lampen. Auch noch irgendwie Strom. Brauchen keinen Strom, das Boxen, nein. Alter, das. Ich weiß, das ist ja doof, ne? Alles ist komisch. Strom? Ah. Okay, hab gar nichts gesehen. Heiß könnte er werden, aber vielleicht kein Benzin. Ich weiß jetzt. Oh. Hinten. Hier ist das aber eigentlich nur wegen den Boxen, weil witzigerweise haben die Rücklichter gar nicht. Das weiß ich. Was ist das für wäre? Ich weiß das nicht. Was der noch gebunden ist.
Irgendwie zeigt der Tank nichts an. Aber die Karre läuft, das ist das Wichtigste. Ich würde jetzt mal fragen. Das Klappern geht nicht weg, das ist die Wasserpumpe. Trott. Also, war gar nicht drauf offen. Ich hoffe jetzt aber auch keine neue. Es sei denn, uns fällt das Ding komplett auseinander. Denn ja. Erstmal. Ja? Immer voll wenig. Gut, ich nehme immer alle mit. So. Ja. Okay. Gott. Könnte noch was drin sein, aber ich bin mir nicht. So. So. Okay, jetzt würde ich mal sagen, stellen wir noch einmal die Spur schnell ein. Da sind. Zu schief, damit kann man gar nicht fahren. Muss schon gerne. Jetzt bist du so fast. So. Schöner könnt ihr das. Okay. Was war das? Trinkt der Mann. Schluck. Er ist. Das macht Schluck trinken. Bekanntermaßen schlecht. Zack. Pizza. Ja, viele Chips, ey. Und dann, Leute, der Wagen. Ist das schön. Jetzt hören wir uns gleich an. Vielleicht können wir eine kleine Probefahrt ganz kurz noch machen. Wieder eine halbe Stunde. Okay. Die Batterie bewahren wir auf jeden Fall für schlechte Not. Fast schon. Das habe ich ein Tickchen zu weit gemacht. Ein Stück rein.
ganz schönes Stück. Scheiße gebaut. So könnte es passen. Ah, die Tankanzeige wird auch warm. Nur eine kleine Probefahrt. Wird nur eine kleine Probefahrt. Das testen wir jetzt. Fühlt sich so ein erster Gang an. Erster Gang ist weg. So. Aber wo ist der hingefallen? Was ist denn der? Geht erst weg. Verschwunden weiß ich jetzt nicht. Ist irgendwo hingefallen? Frage ist wo? Ah, da ist er ja, der Schlawiner. Dann bauen wir den ersten Gang wieder an. Ist ja kein. Ja, eine kleine Leichtigkeit. Und dann ist die Probefahrt so mal geglückt. Also ein paar Meter und. Ja. Scheiße. Okay, nehmen mal den Schraubenkastenbett hier. Hm? Hey. Zack. Dann müssen wir morgen mal gucken. Weil wir sind ja morgen eh auf Fahrt. Dass wir morgen mal irgendwie zu fressen kommen. Vielleicht auch mit dem Auto. Mal gucken. Muss aber erstmal einen Gang anbauen. Kann nicht einfach alle Schrauben gleich lang. Schön wär's, ey. Auto rutscht auch. Und die haben angezogen. Ihr seht ja auch, ich habe heute alle Schrauben. Manchmal wird das nicht getriggert. Ah. So. So, wir haben ihn. Das Auto nicht immer wegrutschen würde. Muss ich definitiv eine Schraube vergessen haben, sonst könnte ich mir das gar nicht vorstellen. Das Auto rutscht immer weiter weg, was soll? Stehen. Ja. Und? Und hier oben noch ein. Ich hab's gesehen, ich habe alles festgeschraubt. Zack.
Kommt jetzt. Ist out. Zweite Probefahrt. Ganz mit links. Das ist nicht ganz schlimm. Sagen. Schnell. Wie schnell? Jetzt? Nächsten Folge. Und ich kann feierlich verkünden, er läuft! Ja! Okay. Aber geht in der nächsten Folge. Ich würde es. Könnt ihr ein Abo da lassen? Ist sie natürlich immer, war nicht. Ist vorgeweiht. Bis dahin, habt euch wohl.